So, da bin ich wieder heute mit einem weiteren Frag die Bitpanda Community. Ich habe mir heute wieder einen speziellen Gast eingeladen, nämlich den Lukas Kurzmann. Der hat den Pantscan für Pantos erstellt und uns Bestlern hat er auch den Bestrechner gebaut, damit wir unsere Rewards einfach vorplanen können. Und da haben wir auch den Swap-Checker drinnen und andere praktische Tools. Wir werden ihn heute ein bisschen so ausfragen, wie er zu Bitpanda gekommen ist, was er von Best und Pantos hält und hören uns seine Meinung dazu an. Ich habe mir zur Verstärkung auch noch den Werner dazu geholt, damit wir da keine Frage vergessen. Es wird ein extrem langes Video. Ich kann es jetzt schon sagen, es geht über eine Stunde. Ich habe Timestamps gemacht. Also, wenn euch ein Thema weniger interessiert, dann könnt ihr unten in den Timestamps einfach ein Stück nach vorne springen. Aber ich finde, das ganze Video ist wirklich sehenswert. Wir sprechen über wirklich viele Themen in Bezug auf Best und Pantos. Also, wenn euch das interessiert, dann bleibt dran. Wir starten ins Video. So, Jo. dann starten wir gleich mal rein. Ich habe heute den Lukas bei mir und den Werner. Hallo Lukas, hallo Werner, wie geht's euch beiden? Hi, danke. Gut. Wie geht's dir? Hi, sehr Mir gut geht's geht's. gut. Ja, heute den ersten Schultag von meinem Sohn gehabt. Das war eine Action, vier erste Klassen und dazu halt alle Eltern, die beim Eingang stehen. Das war eine Traube an Menschen. Ja, schon eine kleine Elternparty, Boomerparty. Ja. Das ist bei mir schon lange her, bei meinen Kiddies, aber dann erinnere kann ich mich auch noch, ja. Ja, na, ich würde sagen, starten wir gleich rein mit der ersten Frage, Lukas, weil die Leute haben sich auch ein Interview mit dir gewünscht, weil du ja den Pan-Scan gebaut hast und du hast ja auch die Sealy-Aktion gewonnen. Und ja, willst du dazu ein bisschen was erzählen? Wie hast das stattgefunden? Was hast du alles gebaut? Neben einem Pan-Scan habe ich gesehen, da gab es auch noch was anderes, so eine kleine Sandbox. Willst du darüber ein bisschen was erzählen? Kann ich gern, aber ich muss dir kurz noch ausbessern. Ich habe nicht die Zili Competition gewonnen und das wird erst ausgelost. Also Ach so. das bestimmt Pantos erst. Die Zili Competition per se ist ja ausgelost worden. Okay. Da haben die Top 10 jetzt ihre Rewards bekommen. Also die Top 10 haben jeweils 15.000 Pantos bekommen und diese Developer Challenge, die wird erst ausgelost oder von Pantos gewählt. Wahrscheinlich waren ganz viele Projekte, die teilgenommen haben. Vielleicht wissen wir von manchen gar nichts. Deswegen, Okay. ja. Ja, Ist es noch das. nicht ausgelost worden, aber ich bin einmal guter Dinge, also Ja, ich nachdem glaube, doch viel ich habe bis jetzt Entwicklerblut drinnen nichts steckt. Besseres gesehen. Also, ich Ja. glaube, da wird schon der Pan-Scan auf Platz 1 sein. Wie viele Leute kriegen da einen Preis? Drei. Drei Projekte kriegen da einen Drei, genau, Preis. die Top 3. Der erste bekommt 150.000 Pantos, der zweite 100 und der dritte 50. Also jeder dieser Preise ist top, muss ich jetzt einmal sagen. Und Ja. man Ja, kann das sich über lohnt alles sich auf freuen, jeden hätte Fall ich schon gesagt. mal, oder? Das lohnt sich auf jeden Fall schon mal. Und ich sag mal, die Ja. Leute, die das dann auch gebaut haben, die haben es sich dann auch verdient. Also Definitiv. wenn man den Pan-Scan sieht, was man damit alles machen kann, das ist schon, ja, also Chapeau, schon richtig gute Arbeit, sehr gute Arbeit. Falls die Leute sich Steckt jetzt schon fragen, drin. was der Pan-Scan ist, ich habe ein eigenes Video dazu gemacht, das findet ihr unten im Kanal. Wir verlinken euch den auch unten in der Videobeschreibung. Es ist ein analytisches Tool, ein Explorer sozusagen, um sich die Statistiken vom Pantos-Netzwerk und allen verbundenen Blockchains anzuschauen. Ja? Das heißt, dass man da einfach sieht, wie viele Pantos sind weggesperrt, wie viele Nodes sind aktiv, welche Transaktionen wurden gerade durchgeführt. Das kann man da auf dem Explorer, auf dem Pan-Scan Explorer ganz schön sehen. Wie viele Stunden hast du für den Explorer gebraucht? Willst du das verraten, Lukas? Ich kann es nicht sagen. Also ich habe letztens eine Statistik gepostet von meinen Commits. Es waren über 1000 Commits insgesamt jetzt, was ich gemacht habe. Das Es ist ist ein Haufen in Wahrheit, Arbeit. Ja, es also. ist, ja, es ist, also ich habe da nicht Mitzeit. Es ist ein Vergnügen, es ist Spaß, es macht auch Spaß und Freude, an sowas zu entwickeln, weil man halt, also das Entwicklerherz leuchtet da auf, würde ich jetzt einmal sagen. Also es geht auf, wenn man an so einem Projekt arbeiten kann. Deswegen habe ich es ja gemacht oder deswegen habe ich ja begonnen mit dem Pan-Scan, weil einfach der Reiz an dem Projekt so groß war. Seit wann machst du das schon? Seit wann entwickelst du? Ist das schon ganz früh angefangen oder? Generell, also ich bin jetzt 29, ich bin eigentlich nur ein Realgymnasium gegangen, habe dann nicht so viel Programmiererfahrung gehabt, habe dann begonnen, Informatik zu studieren. Bin dann vor 9 Jahren mittlerweile zu meiner Firma gekommen, die Sunlime Web Innovations GmbH heißen wir. Wir machen Webprojekte, Web-Apps und alles Mögliche. Und da habe ich das dann gelernt, lieben gelernt und
könnte mir eigentlich auch nichts anderes vorstellen zu machen, beziehungsweise ich habe eine Leidenschaft entdeckt und gefunden, wo es einfach wirklich Spaß macht. Und gern, ich kann es nicht als Arbeit betiteln eigentlich. Man merkt es auch, also an der Qualität der Arbeit, man merkt auch, wie du ins Detail gehst und dir um die kleinsten Sachen Gedanken machst, auch beim Punscan. Also mir ist es halt so vorgekommen, als hätte sich da wirklich jemand Gedanken gemacht, bevor er das Ganze konstruiert hat. Und es hat sich auch weiterentwickelt über die Zeit. Also die erste Version war ja noch ziemlich roh, muss man sagen. Und die jetzige Version ist ja schon viel verfeinerter, mit viel mehr Statistiken, mit den besten Routen etc. Also ich glaube, das sind Infos, die Community wirklich sehr freuen werden. Und im späteren Verlauf von Panthers dann eigentlich erst wirklich ausschlaggebend sein werden. Ich glaube, die Leute können das jetzt noch gar nicht so zusammenfassen, wie praktisch das dann sein wird, dass man das alles auf einen Blick hat. Ja, also. Genau, ich glaube, vor allem im Mainnet wird es dann interessant, wenn man dann seinen Transfer easy verfolgen kann, wenn man auch, also auch später dann für Service-Node-Betreiber wird es interessant werden, wenn ich dann sehen kann, welche Chains sind besonders interessant für mich als Service-Node-Betreiber. Wo zahlt sich's aus, meine Panthers zu staken, also zu locken, dass ich einen Service-Node betreibe? Was wird am meisten oder welche Chain wird am meisten benötigt? Und das macht definitiv Sinn, dann auch mal einen Blick in den Bandscan zu werfen und diese Statistiken sich anzuschauen. Ja. Ja. Auf jeden Fall. Ja. Ich glaube auch, dass dieses Ranking, welche Node dann am besten jetzt im Moment ist, welche ist ausgelastet, ich glaube, das wird auch ein Tool, das sich da, willst du schon ein bisschen mehr darüber erzählen oder ist das noch so? Ja, also ich bin noch im Entwicklungsstand drinnen, weil jetzt werden ja gerade die Off-Chain-Bits werden ja gerade gelauncht bzw. programmiert. Jetzt sind ja alle Chains gerade auf on hold und pause. Das heißt, jetzt gehen aktuell keine Transfers durch. Jetzt entwickeln sie gerade oder implementieren sie gerade die Off-Chain-Bits oder deployen es vielmehr. Und dann wird es also in weiterer Zukunft natürlich, wäre es sinnvoll, wenn es dann ein Service-Node-Ranking gibt. Das heißt, welcher Service-Node ist vertrauenswürdig, welcher ist vertrauenserweckend, welcher hat schon ganz viele Transaktionen durchgeführt, Transfers durchgeführt. Bei welchem möchte ich dann auch meinen Transfer später mal durchführen? Das ist schon definitiv Fakt und wichtig, dass man so einen Überblick hat an wo, was ist vertrauenswürdig. Also nicht, dass irgendjemand einen Service-Node betreibt, der dann halt irgendein Scheiß baut, sag ich jetzt mal. Ja, oder offline ist. Das wird man oder ja offline sehen ist, können, genau. Wie lange die Nodes online sind, wie viel drauf gestaked worden ist, etc. Also das wird man auch sieht zumindest, wie viele Transfers gesamt durchgeführt worden sind, wie viele erfolgreich Transfers durchgeführt worden sind und wie auch die durchschnittlichen Gebühren sind. Ich glaube, das zählt ja dann auch damit. Ich möchte natürlich für mich als User möchte ich die schnellste, billigste Route haben. Ja. So in dem, also das wäre ja das Ziel. Das, und natürlich auch nicht, die durchgeht auch noch. Also das wäre dann zum Schluss das Optimum, dass ich möglichst schnell, billig meine Assets von einer Chain zur anderen Chain transferieren kann. Und dafür wäre halt so ein Ranking ideal und wird es auch geben. Es ist jetzt da schon in der Sandbox angeteasert in Wahrheit. Also die Sandbox ist eingangs erwähnt, das habe ich jetzt ganz zum Schluss der Challenge noch gelauncht, das habe ich auch während der ganzen Challenge gebaut. Ist in Wahrheit ein Simulationstool, wo man sich Transfer simulieren kann. Das heißt, man gibt seine Daten ein, man kann Source-Adresse, Destination-Address, dann auch die Source-Blockchain, Destination-Blockchain eingeben und dann auch das Assets, den man schicken möchte und dann wird gecheckt, geht dieser Transfer überhaupt? Hat es irgendeinen Fehler? Ist die Adresse falsch geschrieben? Dass die Checks haben diese Adresse eben nicht? Gibt es die Source? Ist die Source Null-Adresse? Und noch einiges mehr und dann auch werden die Bits aufgelistet, die zur Verfügung stehen für diese Route, die Service-Node-Informationen, das heißt, ist der Service-Node, wie viele Service-Node-Transaktionen oder wie viele Transaktionen hat dieser Service-Node gemacht? Wie viel hat er von allen Transaktionen gemacht? Das wird jetzt aktuell aufgelistet. Zudem so ein bisschen Statistik noch dazu. Ja, genau. Also es ist ja interessant, der Service noch gibt ja an, wie lange ein Transfer dauert mit diesen On-Chain-Bits aktuell noch, das kommt ja jetzt weg. Und dann die richtige Statistik, wie lange er da tatsächlich braucht für diesen Bit. Das ist ja das Interessante. Dann wenn ich jetzt sehe, okay, der kostet jetzt 20 Panthers und hat Hausnummer 600 Sekunden sagt, er braucht er und hat aber nur 300 Sekunden gebraucht, dann ist es doch recht interessant, dass ich den Bit verwende. Ja, es hört sich ja richtig interessant an und ich denke mal, das sind auch zwei Tools, die absolut genutzt werden und die man auch braucht. Du hast gesagt, dass man kann auch nachvollziehen, wie viele Transaktionen schon gelaufen sind in dem PAN-Scan oder wie viele Berechnungen schon durchgeführt worden sind. Wie viele sind das denn jetzt schon?
Die Bantos-Transfers, also ich kann schauen, wie viele Transfers durchgeführt worden sind. Aktuell sind es 180.000 Gesamttransfers durchgeführt worden. Und Transaktionen, die track ich jetzt nicht. Also diese Simulationen, das track ich nicht. Das weiß ich ja nicht, wie viel da jetzt tatsächlich gemacht worden ist, wie viele Anfragen. Dahingehend, aber ich glaube, dass es primär im Main jetzt dann ein richtig cooles Tool werden wird. Und praktisches Tool vor allem werden wird. Also, dass ich sagen kann, hey, also und Sicherheit geben wird vor allem. Also, das ist ja das, was gerade in der Blockchain wird, ist das ja so ein Character off und der Transfer ist weg. Also, blöd gesagt. Die Assets sind weg, ja. die Assets sind weg. Bei Bantos vielleicht bauen sie irgendwann ein Sicherheitsfeature ein, weil es ja doch über einen Hub geht, dass du sagst, okay, das wird dann wieder gemintet auf der Source-Chain, weil der Transfer fehlgeschlagen ist. Wie weit sie das machen werden, wissen wir nicht oder weiß ich auch nicht. Aber primär gibt es einfach Sicherheit, diese Sandbox, um auch einen Transfer machen zu können oder sich ranzutrauen und so einen Transfer zu machen. Das ich ja glaube, für Neueinsteiger wird das dann auch vor allem wichtig sein, wenn die einfach noch nie eine Transaktion gemacht haben und jetzt wollen sie es einfach nur mal testen, dann können sie das mit der Sandbox machen. Auch wenn es dann später irgendwelche Firmen gibt, die Mitarbeiter einschulen etc., könnt ihr auf dieser Sandbox üben. Also das wird auf jeden Fall einen Mehrwert haben, denke ich. Genau. Ja, dann hast du ja noch ein Tool gelauncht, das gibt es schon länger und da haben auch schon einige drauf Zugriff gehabt, und zwar den CryptoCalc, den Best Rewards Rechner, wo man alles nachrechnen kann, wie viel Best man bei welcher Anzahl, mit welchem VIP-Level pro Monat oder pro Jahr kriegt. Also ein richtig super Tool. Kannst du uns dazu was sagen? Ja, das ist ganz lustig eigentlich. Also ich möchte vielleicht ein bisschen ausführen, das ist entstanden 2021, glaube ich, als ich Affiliate werden wollte. Ich habe nach einer Idee gesucht und dann hat ein Freund zu mir gesagt, hey, sowas wäre eigentlich ganz cool, dass ich so ein bisschen herumrechnen kann. Das war zu Beginn dann zwei Inputfelder und ein Button. Das heißt, man hat eingegeben, wie viel Best habe ich und wie viele Wochen möchte ich Best Rewards sammeln quasi und dann ist das immer weiter gewachsen, auch durch Input der Community. Das ist immer das Beste, was es eigentlich geben kann. Also es ist einfach toll, mit der Community und mit allen Leuten zusammen an so einem Tool zu arbeiten, weil einfach so viel Feedback und so viel Input daherkommt, dass ich gar nicht Zeit habe, eigentlich einzubauen. Ich meine, mittlerweile ist alles drinnen, aber es ist einfach mega, wie das dann da gewachsen ist. Und dann ist ein Staking-Rechner dazu gekommen, dann hat Bitpanda Cash Plus, dann das Swap-Checker. Das ist ja auch ein Tool, das aus der Community entstanden ist. Jemand, der Paul, hat damals gepostet, ja, es gibt Leute, die swappen, die haben so viel Best, dass das Swappen sich auszahlt, einfach so Spaß-Trades macht und dann mehr Rewards bekommt. Und aufgrund dessen habe ich dann begonnen, diesen Swap-Checker zu programmieren. Und habe mir gedacht, ja, eigentlich wäre cool, wenn ich das irgendwie demonstrieren kann und nachschauen kann, wie viel Best brauche ich tatsächlich, wie viel Euro kann ich mir erswappen. Und so ist dieser Swap-Checker entstanden. Also es ist gewachsen, es ist auch durch dank der Community eigentlich nur gewachsen. Also allein wäre ich nie auf die ganzen Ideen gekommen. Und da nochmal ein großes Dankeschön an alle, falls wer das auch hört. Es ist definitiv nicht mein Eigenproduktion Werk, sondern es ist wirklich nur eine gemeinschaftliche Aktion, gemeinschaftliches Werk, das entstanden ist. Und worauf ich sehr stolz bin, dass das so entstanden ist und dass es so gefordert worden ist in der Community. Ja, ich glaube, das haben die Leute richtig gefeiert, weil es einfach viel leichter ist, seine Rewards auf Dauer zu berechnen und sich anzuschauen, hey, wenn ich so und so viel wegspare, wo komme ich dann irgendwo hin? Ja? Das ist schon praktisch auf jeden Fall. Der Swap-Checker, der hat sich auch richtig gelohnt damals bei Best 1.0. Also wir haben öfter die Rewards, das Volumen gepusht. Ja, haben viele gemacht. Und jetzt im Moment. Vor allem bei den Preisen. Ja, bei den Preisen. Jetzt im Moment ist es nicht mehr so, dass es sich im Moment nicht so lohnt, aber sobald wie Best wieder einen bestimmten Preis erreicht, das kann man dann mit dem Swap-Checker auch wieder abchecken. Also guckt ruhig mal in den Swap-Checker rein oder generell auf die Seite vom Chris, vom CryptoCalc. Und ja, also demnächst, wenn Best wieder steigen sollte, dann wird sich das auch wieder lohnen mit dem Swap-Checker. Also ich habe es viel gemacht früher. Hat Spaß gemacht, da konnte man 10.000, 100.000 Euro teilweise an Volumen machen, hin und her swappen und hat dann dadurch trotzdem noch Gewinn gemacht. Das war schon eine coole Sache. Ja, das war wirklich cool. Also das ging ja nur leider eine begrenzte Zeit, solange der Bestpreis so weit oben ist. Oder man braucht halt mehr Best. Ich weiß gar nicht, wie viel Best man jetzt bräuchte. Aber man braucht schon für 1.000 Euro, 140.000 ungefähr Best braucht man aktuell, um die ersten Stufe bei Krypto
Trades, also US-Dollar-Theta-Gold-Trades zu machen. Also es ist eigentlich okay, es ist jetzt nicht ganz viel, aber es war schon mal definitiv besser. Also diese 50.000 Euro Trades, die sind sich damals schon ausgegangen, sehr gut ausgegangen, also dass man das Maximum Level an, vor allem die Zwischenstufe zwischen 1 und 2, da war ja kurz eine Zwischenstufe an Rewards, also an diesen Trading Steps. Da war ja kurz die 50.000 Steps bis 1% rauf für einen Monat oder das, da war ja was zwischendrin. Eine Stufe, die sich dann auch ganz gut ausgezahlt hat. Genau, ich kann mich auch noch erinnern. Aber die Zeiten werden wieder kommen, wenn der Best dann wieder steigt. Zum Best, wenn wir gerade bei Best sind, wie schaut es bei dir aus? Best-Bantus-Verhältnis, was ist jetzt mehr? Ein Stück oder ein Euro? Ah, das, ja, wie du sagen willst. Also wenn du es sagen willst. Also ein Stück-Verhältnis ist 1 zu 2. Also 2 Bantus auf ein Stück Best. Okay. Ja, das ist genau wie bei mir. Das ist genauso ungefähr. Aber das heißt, im Euro-Verhältnis ist Best noch immer größer, die Position. Ja. Genau, im Euro-Verhältnis ist Best größer. Ist auch okay so. Ich meine, da kommt ja auch laufend. Das hat ja auch noch ein bisschen Zeit, bis der sich entwickelt. Das ist ja noch nicht mal Mainnet live. Wir reden ja von einem Produkt, das noch nicht mal live ist. Ja. Und deswegen müssen wir mal abwarten, wie viele Projekte darauf aufbauen, etc. Also, das hat ja noch. Womöglich dreht sich ja dann um. Also, wenn Bantus dann live ist, dann ist mein Bantus-Stake quasi viel, viel größer als der Best-Stake. Also, vor allem, es hängt ja dann davon ab, wie wird das Netzwerk genutzt und wie viel Service-Node oder wie viel verdient man mit einem Service-Node dann per se. Was kommt dabei rum? Und dann wird die Attraktivität gesteigert und auch der Preis wird dementsprechend natürlich steigen. Also, das ist so, Milchmädchen rechnen wir kleiner. Und heute im Chat ist auch von Max angeteasert worden, dass die Roadmap diese Woche wohl neu kommt. Das wird diese Woche stattfinden und dann kann man mal gucken, generell jetzt, wie weit sie sind und was dann in den nächsten Tagen und Monaten so geplant ist. Ich denke mal, das wird die Community auch freuen. Hat sie auch schon lange nachgefragt, wann das kommt. Also das soll diese Woche noch gelauncht werden. Ja, da bin ich auch mal. Das ist sicher super. Wenn da mal Klarheit ist, was die nächsten Steps sind. Genau, also je vorhersehbarer das Projekt wird, umso besser und genauer kann man dann auch planen. Und da man sieht dann auch, was passiert jetzt. Also wann sind vielleicht die Audits geplant zum Beispiel? Vielleicht haben sie da schon ein konkreteres Datum möglich. Also das alles, was in Richtung Mainnet-Launch geht, ist natürlich vorteilhaft. Und ich freue mich über jeden Meilenstein, der erreicht wird, wo er den Panscan dann natürlich erweitern kann, weil sobald jetzt diese Wartung vorbei ist, diese Erweiterung der Off-Chain-Bits vorbei ist, kann ich natürlich im Panscan auch ein paar Sachen umbauen, muss ich ein paar Sachen umbauen, weil ich ja noch aktuell mit On-Chain-Bits arbeite. Das heißt, es ist jedes Mal, wenn dort eine Änderung ist, ist bei mir dann nachträglich auch eine Änderung. Aber es macht Spaß. Ja, ist auch eine Herausforderung, was Neues auch immer wieder, oder? Immer wieder kleine Anpassungen zu machen. Man wächst mit den Aufgaben und eben, also es ist auch der Panscan immer weiter gewachsen, wenn man so an die Erstversion eben denkt. Also das ist schon, dann der BDI, der Blockchain Dominance Index jetzt per se, das war ja auch im Vision Paper damals drinnen und irgendwann haben wir gedacht, hey, das könnte man ja eigentlich machen. Da war die Herausforderung eher die historischen Asset-Kurse oder Asset-Verteilungen zu bekommen, weil das bekommt man nicht so einfach. Also muss man wirklich zurückrechnen und schauen, wie viele Assets sind auf welcher Chain zu welcher Zeit gewesen. Und es waren doch knapp 536 Assets, deswegen muss man da ein bisschen in den Untiefen der Chains herumforsten, bis man dann alles hat. Aber es ist auf alle Fälle interessant anzuschauen, wie die Verteilung dann sich verändert und da, wie das anschaut, auch mit der Gewichtung dann. Das hast du in deinem Video gut erklärt, Henry. Ja, welche Blockchain und einfach dann dominieren wird, ja. Also wie es der Titel schon Blockchain Dominance Index, also welche Blockchain das Panthos Netzwerk dominieren wird, wo die meisten Transaktionen drauf sind. Es werden ja auch immer meistens zwei Blockchains sein. Also ich denke mal, am Anfang wird es wahrscheinlich viel sein, von ETH auf BNB oder von ETH auf eine andere Second-Layer-Lösung. Ja, denke ich mal. Genau, da muss man halt unterscheiden, da muss man halt sagen, was interessiert mich mehr? Interessiert mich mehr die Chains zum Beispiel, die mehr eingehende Transfers haben? Ist das ein Indikator dafür, okay, jetzt sind diese Chains besonders interessant, weil alle Assets dorthin überwiesen werden? Oder ich gehe den anderen Weg vom Service-Node. An sich, mich interessiert als Service-Node natürlich diese Chains, die mehr ausgehende Transfers haben, weil ich als Service-Node natürlich mehr verdiene. Das ist also, weil
die Source Chain verdient immer dran, oder der Service und der Source Chain verdient immer dran. Also das ist immer, deswegen habe ich auch diesen Slider und diese Einstellbarkeit quasi gemacht, dass jeder dann selber sich seinen BDI auch errechnen kann und anzeigen lassen kann individuell. Ja, das fand ich auch sehr cool, dass man das extra einstellen konnte. In meinem Video seht ihr das alles. Wenn ihr euch jetzt gar nicht auskennt, ja, schaut zuerst das PAN-Scan-Video, dann kennt ihr euch aus. Lukas, willst du denn auch selber eine Node hosten? Hast du da was vor in Planung? Also, ich habe schon mit vielen Leuten geredet, es haben ja schon echt ein paar Leute angeschrieben, ob ich nicht irgendwie so Delegated Staking für sie machen würde, ob ich nicht eine Node aufsetzen würde für mehrere Leute. Ich plane etwas, also ich bin in der Überlegung, etwas anzubieten für mehrere Leute, aber das eher im offiziellen Bereich, dass wir sagen, es können Leute bei mir Panto staken. Es ist aber noch komplett in der Planung, aber die Idee ist einmal da, also Umsetzung ist noch nichts natürlich da, weil wir noch keine Details wirklich haben. Ich würde gern warten, bis die Service Notes einmal da sind, dass ich dann auch mal was sagen kann, ja, wie viel braucht man auch. Ja. Also, was schätzt du denn, Lukas? Was glaubst du, wie viel Panthers wird man brauchen für eine Node? Ich glaube, Leon hat es in deinem Interview gesagt, es sind so viele, dass es schon ein bisschen wehtut, dass man dann aufpasst drauf, dass man das Ganze, den Service Node auch sicher hält. Also es sollte schon eine Menge sein, die man auch spürt, wenn irgendwas passiert. Also rechnest du so mit 100.000 pro Chain, so wie es jetzt am Testnetz ist, oder ein bisschen weniger? Der aktuelle Betrag wirkt mir recht plausibel beim aktuellen Preis natürlich. Also wenn jetzt der Preis von Panthers durch die Decke geht und wir sind beim Euro angesiedelt, dann sind 100.000 Panthers vielleicht vermutlich zu viel. Aber ihr aktueller Preis, ja, 100.000 finde ich angemessen aktuell. Also und pro kann Chain ruhig so sein. Das pro Chain, wir sind dann bei 700.000. Aber wenn man das jetzt vergleicht, 32 Ethereum ist aktuell für Staking Node bei Ethereum. Demnach ist das vom Wert her ziemlich identisch, wenn man das jetzt umrechnet. Okay. Also du rechnest so mit 100.000 pro Chain circa plus minus. Ist für mich eine Summe, die voll okay ist. Also wenn es weniger ist, okay, wäre auch okay, aber also ermöglicht, also ich bin auch interessiert daran, wie Panthers das managt, weil Panthers hat das ja dann in der Hand. Haben die Zügel dann auch in der Hand, können sagen, okay, wir wollen mehr Service Nodes oder wir wollen weniger Service Nodes. Ja, aber wenn sie ein dezentrales Netzwerk haben wollen, dann wollen sie ja eigentlich den Weg gehen, dass sie mehr Service Nodes haben wollen. Und sie müssen aber den Mittelweg finden, dass es qualitative Nodes sind. Ja? Es soll ja nicht jeder mit seinem alten Rechner jetzt eine Node aufstellen sozusagen, sondern es soll also professionell gewartet werden. Ja. Deswegen. Genau, also das ist klar. Ja. Aber ich glaube, es wird schon einen Einfluss auf den Markt haben. Wenn du dir jetzt vorstellst, sagen wir mal, es kommen 11 Nodes online, das sind gleich mal sieben Millionen und ein bisschen was, fast 8 Millionen Panthers, die weg sind, wenn die alle Chains belegen. Ja. Wenn wir jetzt von 100.000 ausgehen, ja, dann sind 8 Millionen Panthers, also das ist starke Geld, also gleich einmal weg, ja. Ich meine, auf den Milliarden Panthers, die es insgesamt gibt, ist es 0,8%, aber 0,8% gelockt ist dann 0,8% gelockt. Und das bei 11. Coin auch dann noch. Ja, das muss man ja auch bedenken. Jeder Coin, der erstellt wird, lockt ja dann auch nochmal Panthers weg. Und ja, also ich glaube, da werden schon einige Panthers vom Markt verschwinden dann. Das sehen wir dann auch am PAN-Scan ganz schön angezeigt, gell? Also genau, also da gibt es eine Anzeige mit den Locked Assets, die Locked Panthers, die für Service Nodes beziehungsweise auch für Token verwendet worden sind, wird definitiv spannend. Also das ist ja auch im Prinzip der Supply wird gesenkt dadurch. Mhm. Und das ist ja das, also der Circulating Supply wird dadurch reduziert und das ist natürlich super. Ja, weniger Markt verfügbar. Weniger Markt verfügbar, ja. Wie sieht das denn aus mit Validator Nodes? Die werden hinterher dann erst gehostet und genau, also so nach aktuellem Wissen, genau, also das wissen wir noch nichts in Wahrheit drüber. Wir wissen, dass Panthers diesen aktuellen zentralen Validator-Node betreibt. Das heißt, das ist alles in-house, das ist alles sehr zentral aktuell noch und wird auch fürs Launch vom Mainnet initial einmal zentral bleiben, so aus meinen letzten Infos. Also ich, dass das sich nicht ändern wird. Das ist dann, also da werden definitiv mehr Panthers gelockt werden müssen. Also Validator Node, das ist der dann wirklich die Transfers dann auch mintet wieder.
Das heißt, da geht es um wirklich viel dann. Mhm. Oder mehr als nur bei Service Notes. Also Service Notes ist das eine, Validator Note ist dann wirklich eine Hausnummer größer, meines Erachtens. Und ich bin gespannt, wie das dann dezentral aufgesetzt wird und wann das auch kommt. Also ich glaube, jetzt wird zuerst einmal geschaut, Hauptsache Mainnet, Hauptsache GoLive Mainnet, was ja auch das Wichtigste jetzt aktuell ist, dass dann auch wirklich Projekte aufspringen. Wir haben ja letzte Woche mal drüber geredet, die Service Notes oder das Bantos bringt mir als Entwickler in Wahrheit aktuell nicht viel. Wenn ich jetzt ein Blockchain-Projekt launchen will, dann suche ich mir eine Lösung, die live ist, die funktioniert. Es bringt mir aktuell keine Lösung, die am Testnet herumfleucht und kreucht, wo ich nicht wirklich weiß, wann geht sie live. Wissen wir auch nicht wirklich. Es ist ein ungefähres Datum, ja, oder ein ungefähres Quartal, nächst oder 2024 zumindest. Aber wir wissen nicht, wann es de facto live geht. Und ich als Entwickler jetzt würde jetzt sagen, na, ich suche mal eine Lösung, die funktioniert, die live ist, die ich auch verwenden kann, die ich sofort in mein Produkt, weil ich so früh wie möglich launchen möchte, live gehen kann. Deswegen ist jetzt auch wahrscheinlich das Ziel von Bantos, um schnell wie möglich ins Mainnet zu kommen. Und da stecken sie auch aktuell, glaube ich, alle Ressourcen rein, was sie so mitbekommen. Ja, ich denke auch, dass das ihr nächstes Hauptgoal ist, weil die Migration mal durchbringen, weil dann können sie auch auf anderen Exchanges gelistet werden. Dann kommt auch wieder mehr Traction zum Projekt. Und sie brauchen ja die Projekte, die auf dem Ganzen aufbauen, weil sonst, ja, wenn es niemand verwendet, dann hat es ja keinen Use Case. Also deswegen wäre das schon wichtig, dass sie da jetzt langsam in die Potten kommen und das rausbringen. Wir haben gesehen, Chainlink CCCIP, die Konkurrenz, die schläft nicht, die hat jetzt einen Test gemacht mit Swift und hat sich da schon dran gehängt. Und das sind auch interessante Entwicklungen. Und ich glaube, das könnten wir bei Bantos auch sehen mit der RBI in die Richtung und auch ein Token, ein Stablecoin, den sich die RBI gewünscht hat, könnte man ja auch super schnell erstellen mit Bantos, der auf jeder Chain verfügbar wäre. Das wäre ja in Minuten gemacht, oder? Ja. Also ich freue mich definitiv drauf, also auf die Zukunft. Ich kann leider nicht reinschauen in Bantos. Es ist das, also Konkurrenz, also CCIP, es ist super, dass es andere Projekte gibt, die das gleiche Ziel verfolgen. Ob es jetzt der gleiche Ansatz ist, der bessere Ansatz ist, habe ich mich zu wenig mit dem Projekt beschäftigt, um ehrlich zu sein. Aber ich würde mal sagen, der Markt ist groß genug für mehrere Lösungsansätze und Lösungen. Ich sage jetzt nur als Sprichwort Apple und iPhone. Er war nicht das erste Touch-Handy, aber hat sich etabliert am Markt. Und demnach denke ich bei Bantos ähnlich. Es ist nicht, vielleicht nicht die erste Cross-Chain-Lösung, die es gibt, aber möglicherweise die beste. Und die sicherste hoffentlich. Das ist ja das Wichtigste. In dem Fall hoffentlich, ja. In diesem Fall hoffentlich die sicherste. Werden wir sehen, hoffentlich, was der Audi da sagt vor allem. Also das ist ja auch so ein Thema. Das wird ja extern quasi angeschaut. Und von Certik vielleicht oder anderen Agenturen, die das machen. Und validiert und geschaut, ob es irgendeine potenziellen Fehlerquellen gibt, die gehackt oder Sicherheitslücken aufweisen. Hast du da Erfahrung, wie lange so ein Audit dauern kann? Oder ist es auch individuell wahrscheinlich? Ich glaube, also damals, war die Wartezeit recht lang. Also das war doch so ein paar Monate, wo man auf so ein Audit auch wartet, weil die Anfragen halt, es gibt ja zigtausende an Krypto-Projekten und so ein Certik-Audit verleiht ja doch ein bisschen, oder generell ein Audit verleiht doch ein bisschen Vertrauenswürdigkeit. Mhm. Also ich vertraue einem Projekt natürlich mehr, wenn das geauditet worden ist und dieses Audit-Unternehmen hat gesagt, ja, das ist super sicher. Und da sind keine Sicherheitslücken entstanden. Und das ist es, muss es einem auch wert sein, meines Erachtens zu machen, diese Zeit auch zu investieren, dass jemand anderes, der nie mit dem Projekt in Verbindung gestanden ist, Fehler zu finden. Weil wenn ich einen Code schreibe und ich schaue 10-mal auf den gleichen Code und ich sehe den Fehler vermutlich nicht. Jemand anderes, der frisch zu diesem Code hinkommt, hat eine andere Perspektive, eine andere Sichtweise und findet dann auch andere Fehler, andere Punkte, die mir vielleicht gar nicht in den Sinn gekommen sind. Und nachdem diese Firmen halt dafür spezialisiert sind, solche Audits durchzuführen, ist auch die Anfrage und Nachfrage relativ groß und wird auch ein bisschen dauern. Also, und es geht aber, es macht halt erst Sinn, diese Audits durchzuführen, wenn dann einmal so die finalen Contracts auch fertig sind, weil sie haben ja heute den Hub-Contract gepaused, also pausiert, das heißt, dass keine Transfers mehr durchgehen. Vielleicht machen sie jetzt noch irgendein Update dort bei diesen Contracts und es macht ja erst Sinn, wenn das wirklich fertig ist, ein Audit eben durchzuführen. Ja,
Das, weil sonst testest du ja das unfertige Produkt sozusagen. Genau. Also ja. Das macht ja auch keinen Sinn. Ich glaube, das wäre ein Super-GAU, wenn da irgendwas passieren würde. Das möchte keiner von den Pantos-Investoren. Also wir, denke ich mal, auch nicht. Nein, also das Schönste wäre, wenn der Audit rauskommt und sie sagen, es wurden keine Fehler gefunden. Das wäre das Beste, weil dann wissen wir, die Migration findet bald statt und dann wird wahrscheinlich Ende des Jahres schon Pantos launchen. Wenn das Audit rauskommt und es werden noch kleine Fehler gefunden, dann wird es sich noch ein bisschen länger ziehen, denke ich mal, oder? Ja, mir ist egal, ob sie jetzt Fehler finden oder nicht. Mir ist wichtig, dass Pantos diese Fehler behebt, wenn welche gefunden worden sind. Das wäre für mich das Wichtigste. Ja, natürlich. Als andere. Ja. Aber schön wäre halt. Ja, natürlich. Also wenn, schön wäre es, wenn es nichts gefunden werden würde. Ja. Weil das wird halt zum schnellsten Launch führen, sagen wir es mal so. Alles, was fürs Mainnet spricht, ist natürlich immer besser aktuell. Ja, das stimmt. Ja. Aber man merkt, du bist richtig gehypt auf Pantos. Also du freust dich richtig auf den Mainnet-Launch. Welche Börsen glaubst du, werden als erstes dabei sein? Was vermutest du? Puh. Ob es wirklich, also ich hoffe doch einige, ich meine wirklich, sie haben es ja mal versucht, vor Jahren ist es mittlerweile schon her, haben sie ja auf, was war denn das, Blocktrade oder ich weiß es gar nicht mehr, was für eine Börse das war. Oder war das Beste? Ja, Bittrex war es, glaube ich, auch. Mhm. Ja. Also zwei Börsen, die Pantos gelistet gehabt haben, aber das war am Anfang ein Hype dann da und dann war wieder Flaute. Aber ich glaube, gerade wenn es dann Aufmerksamkeit erregt, wenn es im Mainnet ist, macht es natürlich dann auch Sinn, das auf Börsen zu listen. Die Frage ist halt, warten die Börsen zuerst dem Switch des Contracts ab, dass es auch ein Token wird, der über mehrere Chains hinweg transferiert werden kann? Ich denke oder weil es genau, also es wird ja quasi dann ein Token-Swap oder keine Ahnung, wie sie das dann durchführen, gemacht werden, weil damit man den neuen Contract auch hat. Ja. Also sie haben aber gesagt im Interview, dass sie erst die Migration durchführen wollen, also alles auf den neuen Standard bringen wollen und dann wollen sie erst mit den neuen Exchanges starten. Die Frage ist halt, welche Exchange kommt da so in die engere Auswahl? Das fragen sich halt alle. Ich kenne mich leider mit den Listinggebühren dieser Chains gar nicht aus, nachdem Bitpanda ja auch die ihre BTS hat, ihre Big Panda Technology Solutions, weiß ich auch nicht, wie weit sie das jetzt wollen auf mehreren Plattformen und bereit sind dafür zu zahlen. Also das ist es ja meistens. Also ich glaube, dass diese Entry Fees doch recht hoch sind für Listungen, vor allem wenn der Coin oder der Token noch nicht so bekannt ist. Ja. Das ist es, glaube ich. Wenn der Token extrem bekannt ist, ein Meme-Token und viele Gebühren einspielt, dann wird es wahrscheinlich billiger werden. Aber wenn der Token quasi unbekannt ist und auch kein korrektes Coin-Market-Cap-Listing hat, weiß ich eben nicht, wie weit das billig bleibt oder billig ist. Natürlich wünschenswert wären größere Börsen, definitiv. Also ich würde mir schon große wünschen, wenn es Binance dann noch gibt, Binance wäre natürlich cool. KuCoin. Aber ja, Bitpanda hat ja dafür Spotlight. Aber bei Bitpanda sind wir schon gelistet mit Pantos. Naja, vielleicht machen sie ein extra Spotlight für die Leute, die noch nicht Pantos entdeckt haben, sozusagen, wenn das Mainnet launcht. Also meinst du so wie zu Beginn, wo sie die Pantos vergeben haben, 2018? Ja. Für alle neuen VIP 1, alle die neue VIP 1 werden, kriegen dann ein paar Pantos dazu. Ja. Das wäre nett. Das, wie war das damals bei Best IEO oder so? Da hat es ja auch was für, du hast Best bekommen, wenn du Pantos gehalten hast. Genau. Da hat es ja auch was gegeben. Das war auch ganz nett. Knapp 1000 Stück, knapp 1000 Best hat es gegeben. 938, glaube ich, habe ich letztes Mal nachgeguckt. Kein schlechter Erste. 1000 Pantos. Ja. War schon mal ganz über 2000 Euro wert. Ja. Und man muss auch gar nicht viel Pantos dafür haben. Ja, das war nur ein bisschen was, ja. Ja. So, ja, vielleicht gibt es ja nochmal irgendwann so ein Spiel, so ein Gewinnspiel oder irgendwie ein Airdrop oder sowas, dass die Leute dann, oder dass die Pantos dann noch ein bisschen mehr verteilt werden unter den Bitpanda-Leuten. Muss ja nicht viel sein, einfach nur ein paar, um auf den Geschmack zu kommen und dass sich die Leute dann vielleicht mal ein bisschen damit beschäftigen. Denn ich denke mal, Interoperabilität wird eines der kommenden Themen
in der Zeit sein, wenn man sich mal überlegt, was man da alles mitmachen kann, was man da alles drauf launchen kann, was man da alles mit tokenisieren kann. Das sind ja wahrscheinlich Dimensionen, die wir uns jetzt so noch gar nicht vorstellen können. Genau, und vor allem Chain-unabhängig. Ich glaube, dass das ist der springende Punkt ist. Ich bin nicht abhängig von einer Chain, jetzt bin ich auf Solana und dann kackt mir die Chain ab, bringt nichts mehr weg und kann nicht transferieren. Und jetzt habe ich die Möglichkeit, dass ich sage, okay, damit mir das nicht mehr passiert, gehe auf Ethereum, gehe keine Ahnung wohin und habe ein Asset auf X-Chains, wurscht egal, wohin ich das transferieren möchte. Und das ist, glaube ich, der springende Punkt und auch der richtige Weg. Also ich kann, also das ist wie wenn ich jetzt zwei Banken hätte und die Banken wissen untereinander nichts. Ich kann von einer Bank nicht auf die andere Bank transferieren. Das ist ja, so sind wir gerade aktuell im Blockchain-Bereich in Wahrheit. Und irgendwie wollen wir dann sagen, okay, jetzt gibt es dann Swift oder keine Ahnung was und ich kann dann zwischen den Banken transferieren. Da gibt es dann irgendwas Globales, das ist unser Validator, der dann unsere Transaktionen durchführt. Und das, das versuchen wir jetzt gerade, oder das versucht der Panthers gerade in der Blockchain-Technologie, das Pendant zu den Banken herzustellen, finde ich super. Also, dass wir quasi nicht nur einzelne Institute haben, sondern verschiedene, also ein globales Netzwerk. Ja, also ich erkläre das den Leuten immer, wenn sie es wissen möchten oder so, wie eine sechsspurige Autobahn. Sechsspurige Autobahn, die immer geradeaus fährt und man kann nirgendwo abbiegen, wenn Stau ist und Panthers baut jetzt ja, genau. Ja. Man kann halt mit Panthers einfach abbiegen, sozusagen. Wohin man der möchte. Panthers ist der Blinkerknopf, der abgerissen ist. Okay. Ja, aber du, jetzt ganz im Ernst, für viele Leute hätte das bei manchen Chains schon die Rettung sein können. Wenn wir uns anschauen, Harmony One zum Beispiel, die sind abgestürzt, die Stablecoins depegged. Du hättest deine Assets von dort retten können. Weißt du, was ich meine? Sobald du mitbekommst, hey, die Chain hat einen Hack gehabt, schiebe ich alles rüber, was ich kann. Weißt du, was ich meine? Und das hätte sicher vielen Leuten helfen können. Und ja, also da sehe ich in der Zukunft sehr, sehr viel Potenzial. Die Frage ist auch noch, welche Blockchains Panthers noch hinzufügt. Das wissen wir ja auch noch nicht, was sie da dann noch geplant haben. Es wäre auf einmal spannend, Non-EVM-Chains. Also jetzt haben wir aktuell nur EVM-Chains drinnen und es wird dann auch spannend, welche Non-EVM-Chains sie dann wirklich anbinden. Weil du gerade vorher gesagt hast, wegen Transfers, was auch spannend sein wird in Zukunft, ist dann Arbitrage zu handeln. Wir haben Panthers, oder wir haben jetzt, sagen wir, wir haben das Asset A auf Chain 1, kostet 10 Euro und auf Chain 2 12 Euro. Jetzt könnt ihr hergehen, kaufst auf Chain A und verkaufst auf Chain B oder ja, C. Ja, egal, du brauchst teurer Liquidität, ist. Ja, das habe ich mir auch gedacht, genau. dass du Liquidität über verschiedene Chains bilden kannst. Liquidity Pool ist auch von den besten Rewards einfach der verschiedenen Chains profitieren kannst. Und Arbitrage vor allem, wie du sagst, einfach die Preise ausgleichen über die verschiedenen Chains. Mächtig. Das kann wirklich, ja. Also ein neuer Use Case entsteht dadurch, ja. Also das ist nicht nur mehr auf einer Chain-Arbitrage oder auf Börsen-Arbitrage zu handeln, sondern wirklich jetzt da chainübergreifend. Ja, und für institutionelle Investoren sehe ich da auch totale Vorteile, auch für Plattformen sehe ich da totale Vorteile, die einfach Tokens verschicken wollen über verschiedene Netzwerke und dann nur noch Panthers halten müssen. Das muss man sich mal vorstellen. Vorher hast du ja von jeder Chain das Asset halten müssen, wenn du auch nur eine Bridge verwendest. Ja? Also genau, sofern die Tokens aber Panthers-Technologie beinhalten, natürlich. Haben, also ja. Die müssen migriert werden. Das heißt, alle Assets, das ist ja ein wichtiger Punkt, glaube ich, der kommuniziert werden muss, dass jedes Asset, das Panthers-Technologie verwenden möchte, muss den Token-Contract verändern. Das heißt, da müssen diese Funktionen für den Transfer mittels Panthers hinzugefügt werden. Das sind drei Funktionen, glaube ich, Transfer From, Transfer To und Set Forwarder, glaube ich. Egal, es sind ein paar Funktionen im Contract drinnen, die gesetzt werden müssen im Contract und die neu deployed werden müssen. Das heißt, diese Tokens, die es schon gibt, die müssen migriert werden. Also neue Token natürlich können die sofort auf Panthers und diese Funktionen gleich einbauen. Also das heißt, es weiß nicht, ob das jetzt wirklich die Arbeit der Börsen jetzt da minimiert, weil ich also für gewisse Assets das nicht mehr bedenken muss. Das stimmt. Also für gewisse Assets wäre es eine Option, weniger in Implementierungs- und Entwicklungsarbeit reinzustecken und habe nur mehr meine Panthers und mit denen transferiere ich.
Aber für alle, da müsste man halt mehr, also da müssten diese Assets alle migriert werden. Ja, aber wenn Wie jetzt zum weit Beispiel das eine dann passiert. Firma ihre eigenen Tokens rausbringt, zum Beispiel die Ja. RBI, sagen wir mal, also reines Beispiel Ja. jetzt, nur die RBI sagt, wir tokenisieren jetzt 5 Häuser auf der Blockchain und ein Stablecoin und die Einnahmen der Häuser werden an die Wallet-Adressen ausgeschüttet, je nachdem, wie viele Anteile sie an Tokens halten. Ja, generieren Ja. diese Tokens auf Bantos, die sind auf allen Chains verfügbar, tradable. Also ich glaube, ja, das wird die Zukunft sein, glaube ich einfach, weil. Ja, es ist einfach, du verwendest das gesamte Netzwerk, jetzt nicht nur ich sage jetzt mal, es ist ein globales Netzwerk, also du hast nicht nur ein Netzwerk, sondern du verbindest jetzt die Netzwerke miteinander, was unsere Chains darstellen. Und Ja. das ist das Schöne dabei, und das ist also die Vereinigung. Das ist wie wenn ich jetzt allein was programmiere oder mit der Community gemeinsam was programmiere. Es geht gemeinsam einfach viel, viel besser und man schafft viel, viel mehr. Und Ja, man vielleicht kann die schafft das Bantos, also Vorteile diese. der einzelnen Chains nutzen. Das ist halt das Tolle. Zum Genau. Beispiel Ethereum ist sicher. Du willst deine Assets absichern, dann hau sie auf Ethereum. Du willst sie schnell verschicken, dann geh zu Polygon oder BNB oder was auch immer du machen willst. Also, ja, also. Dass die Vorteile sind unlimitiert. Also je mehr Blockchains dazukommen, desto besser wird das System noch werden. Und für alle Chains ist Bantos der Gas-Token. Genau, das ist eben das. Weil jetzt zum Beispiel, wenn die RBI ihre Tokenpalette da rausbringen würde auf dem Pantos-Netzwerk, könnte sie nur mit Pantos sie auf alle möglichen Chains schicken. Und das ist schon ein Vorteil, weil die müssen jetzt nicht 8 verschiedene Coins halten. Also, Genau. ja. ja. Also da sehe ich viel Zukunft in Verbesserungen von Plattformen auch und auch vom Versenden. Also wenn wir jetzt den Best migrieren und den dann von Bitpanda über Polygon schicken können, ist das ja auch schon eine wahnsinnige Erleichterung, wenn wir nicht mehr 4 Euro Transaktionsgebühren auf ETH zahlen müssen oder wie hoch die jetzt im Moment sind, ich weiß gar nicht. Stimmt, ja. Und dann hast du die Besten, kannst mit denen du was willst. Ja, hast du recht. Und ich glaube, dann bildet sich auch mehr DeFi. Ich kann mir vorstellen, dass. Wir haben ja jetzt zu Bantos und Best ja noch keine DeFi-Anwendungen gesehen. Ja? Aber ich glaube, das wird kommen mit Bantos. Ja? Ob es jetzt ein, wie du schon gesagt hast, ein Liquiditätspool über verschiedene Chains ist oder ein Arbitrage-Bot, der über verschiedene Chains handelt. Ja? Also da gibt es ja dann unendliche Möglichkeiten, was man darauf aufbauen kann und Bitpanda Wallet Anwendungsfälle. zum Beispiel. Ja, also ich habe jetzt erstmal kurz meine Lichtverhältnisse etwas angepasst, damit die Sonne nicht so reinscheint. Ja, wir wollten noch kurz auf die Möglichkeiten zu sprechen kommen, eine Wallet zu erstellen, eine eigene Wallet für Bitpanda, ja, auch durch die Interoperabilität. Was hältst du davon, Lukas? Ja, das ist eine Idee, die prinzipiell schon länger in mir kursiert. Das wäre eigentlich ein möglicher nächster Schritt, den Bitpanda machen könnte, eine eigene Wallet zu erstellen, mit Features von Bitpanda der Plattform. Ich als User habe quasi den Private Key meiner Wallet. Ich bin der Herr meiner Assets. Das, was ja das größte Manko an, oder auch nicht, aber das größte bemängelte Manko an Börsen ist. Und gleichzeitig genieße ich aber alle Vorteile von Bitpanda jetzt. Zum Beispiel, ich habe meine Best auf dieser Wallet und bekomme meine Best Rewards. Was passiert für Bitpanda? Bitpanda wird sich ja rein theoretisch dadurch die Mittelherkunftsnachweise sparen, weil die Assets ja nie meinen Besitz verlassen. Das heißt, ich habe die Assets auf meiner Wallet, ich muss sie nicht zu Bitpanda überweisen und demnach muss Bitpanda bei mir keinen Mittelherkunftsnachweis fordern. Das ist das Tolle und Schöne dabei. Und das Ganze dann noch mit Bantos-Technologie zu füttern, wäre so ein Use Case für mich, der noch viel, viel besser ist als alles andere, weil diese Transaktionen, diese Transfers, die man in der Dapp machen kann von Bantos, ist zwar nett, machen aber wahrscheinlich nur die wenigsten. Das, was wirklich ein Use Case ist, ist ein Use Case, den die Leute verwenden, aber nicht wissen, dass sie ihn verwenden. Das heißt, die verwenden zwar die Wallet, aber wissen eigentlich gar nicht, dass der Bantos im Hintergrund läuft. Also das läuft alles im Hintergrund ab. Die machen eine Überweisung und Bantos wird abbucht und bezahlt. Die Gas-Fees werden bezahlt, aber sie wissen eigentlich gar nicht, was für Technologie dahinter ist. Wenn Bantos genau diesen Schritt erreicht, dass Anwendungen gebaut werden auf Bantos basierend, dass nicht gewusst wird, dass Bantos überhaupt verwendet wird, dann sind wir wirklich in diesem Global Player-Status drinnen, glaube ich. Dass es die Technologie einfach nur im Hintergrund läuft
und die ganzen Transfers durchführt, aber man gar nicht mitbekommt, dass da jetzt die Panthos Tech dafür sorgt, dass das auf die AVAX-Chain kommt zum Beispiel. Ja. Genau, ich weiß ja auch nicht, ich gebe eine IBAN ein, wüsste jetzt aber nicht hundertprozentig genau, wie das mit diesen IBANs funktioniert. Ist da eine globale Datenbank oder ist da was anderes im Hintergrund? Ich weiß es ja nicht. Ich weiß, es funktioniert, indem ich eine IBAN eingebe und meine Assets oder mein Geld transferiere. Und genau so wären Anwendungen, die auf Panthos basieren. Wenn das wirklich dann diesen, also das, den Status erreicht, dann glaube ich, dass wir wirklich die Welt verändern können. Also ich kann von meiner Oma oder von meiner Tante nicht erwarten, dass die also mit einem MetaMask-Wallet irgendwo einen Transfer durchführen. Das funktioniert nicht. Und nachdem Bitpanda dafür bekannt ist, sehr userfreundliche Plattform zu bauen, also Bitpanda ist ja mit Abstand, also ich habe jetzt sehr viele Plattformen verwendet und mit Abstand einer der userfreundlichsten Plattformen in der Verwendung. Und wenn sie diesen quasi das in ihr Wallet reinbringen, dass das so userfreundlich wie möglich ist, dann sehe ich eine gute Zukunft dahinter. Ich glaube auch, dass das viel verändern kann auch. Also die Multi-Chain-Fähigkeit auch, dass du dann einfach auf die Chain schicken kannst, deiner Wahl etc. Das, und ich glaube, die würden ja dann auch gleich den Token-Creator auch irgendwie integrieren. Also würde Sinn machen, ja klar. Ja. Also wenn ich meine Assets als Firma, also ich rede jetzt von Firma, wir sind keine Entwickler, also die eine Firma aus Nicht-Entwicklern ihre Immobilien als Token erstellen wollen, so wie wir das Beispiel von Werner gerade vorher gehabt haben, dann möchte ich so schnell wie möglich einen Token erstellen, der dann x5 Stück existiert und dem gebe ich dann einen Wert. Und das funktioniert ja mit dem Token Creator seamless quasi. Also sehr einfach. Ja, das wird eh sehr, sehr spannend werden, was wir da alles noch an Apps, die Apps sehen werden, die auf der Panthos Tech dann aufbauen und welche Projekte sich dann noch durchsetzen werden. Ich glaube vor allem, wie gesagt, so große Partner wie die RBI werden das sicher richtig nutzen können. Glaube auch, ja. Ja, dann haben sich die Community-Member noch gefragt, wie bist du damals eigentlich zu Bitpanda gekommen? Es ist, also da muss ich auch wieder ein bisschen ausholen. Also ich bin bei Bitpanda seit 2018. Es war meine erste Kryptobörse oder mein erster Kontakt damit Krypto. Bin aufgrund von XRP, traue es mir gar nicht zu sagen, auf Bitpanda gekommen. Mein erster Transfer, mein erster Kauf war, glaube ich, XRP. Mein zweiter war Ethereum für damals, glaube ich, 500 Euro. Ein Stück haben wir, und dann ist er 2 Monate später auf die Hälfte runter oder auf 70 Euro runter, dann später noch. Also da war ich dann so, okay, super. Habe mich noch nicht sehr damit beschäftigt gehabt, war ein bisschen Griff ins Klo immer gedacht, aber ich bin dabei geblieben. Und dann ist das mit der Community und auch mit 2021 dann, also eigentlich 2 Jahre später oder 3 Jahre später, ist das dann mit dem Krypto-Kalk entstanden, oder war es 2020? Egal, es ist halt der Krypto-Kalk entstanden und dadurch bin ich eigentlich in die Community reinkommen und auch geblieben, und das sind echt total nette Leute, so viel Freundschaften und Kontakte, die ich da geschlossen habe. Also ich bin dankbar für jeden Einzelnen, muss ich sagen. So viele verschiedene Persönlichkeiten, die man da kennengelernt hat. Ich möchte jetzt auch zum Beispiel den Wolf, der kennt wahrscheinlich jeder, den Moderator, der ist immer mit Rat und Tat, steht der mir zur Seite, hilft mir, gibt mir Tipps oder möchte, gibt es ein Feedback auch, also der war beim Entwicklungsprozess von Bansken natürlich ja teilweise immer mit dabei, der Dom ist auch immer rege im Chat, zwar immer mit seinen sehr konstruktiven Kritiken auch, würde ich sagen, und auch diese konstruktiven Kritiken schätze ich auch sehr, weil das genau sowas ist ganz, ganz wichtig, dass jemand ehrlich ist, dass jemand sagt, hey, das schaut nicht so gut aus, oder hey, das schaut, oder das ist super, oder das ist schlecht. Wenn jeder sagt, ja, das ist super, dann wären wir jetzt nicht da, wo wir jetzt sind, und deswegen bin ich auch so dankbar, dass es solche Leute gibt und da die ganze Community gibt, die aktiv immer beiträgt zu dem ganzen Projekt. Ja, gleich hier ein Shoutout an die ganze Community. Leute, ihr seid echt spitze. Also haut die Verbesserungsvorschläge nur in die Kommentare. Also wir warten nur drauf. Und Lukas setzt dann eigentlich auch immer relativ schnell um. Also alles, was so im, was ich mitgekriegt habe, im Chat geschrieben wird oder im Telegram, dass wenn es gut ist, dann wird es auch relativ schnell umgesetzt. Von dir, genau, also ich habe so eine To-Do-Liste, wenn
wenn was sehr interessant ist und auch gut umzusetzen ist. Bei Sandbox war jetzt das prominente Beispiel, war zwar jetzt Urlaub bis gestern, aber gestern habe ich mir dann noch dazu gesetzt, da war so eine Wallet-Integration, dass ich mit Wallet mich verbinden kann und dann auch diesen Button, dass ich direkt zum Testnet auch komme, einen Transfer durchführen kann, also zu D-App kommen und dann Transfer durchführen kann. Das habe ich dann gleich umgesetzt natürlich, weil es natürlich genauso ein Feedback erwünscht ist und sowas das Tool einfach nur besser macht am Ende des Tages. Und davon profitieren dann alle. Ja, davon wirklich. Also ich glaube, die Community weiß, wir sind ja noch ganz klein. Ja? Also wir sind ja jetzt die Kern-Community von Pandas. Wir wissen ja noch nicht, wie groß die ganze Community wird. Ja. Aber es wird sicher noch einige Leute dann geben, die sich darüber freuen werden, dass sie so eine gute Ansicht haben, um dann auch, wenn es dann um Steuern zum Beispiel geht, ja, und du musst zurückverfolgen, was hast du da eigentlich gemacht, ja. Stell dir mal vor, du müsstest 6 Explorer öffnen und dir 6 verschiedene Chains anschauen und dann, also das ist ja, also ich glaube, da wird der Pan-Scan ein paar Leben retten. Ja. das ist wild, ja, also das stimmt. An den Fall habe ich noch gar nicht gedacht. Aber es gibt eine eigene Wallet-Ansicht, wo man die ganzen Multi-Chain-Transfers sieht, auch die On-Chain-Transfers sieht. Also das ist dann, man muss in der Suche seine Adresse eingeben und dann wird es einem eigentlich schon vorgeschlagen. Also auf alle Fälle mal ausprobieren, falls wer das noch nicht kennt. Kann für die Steuern sinnvoll sein. Ja, kann durchaus sinnvoll sein. Für die Nachvollziehbarkeit. Ja, dann hätten wir vielleicht zum Schluss noch eine Frage, Lukas. Du hast so viel Einsatz für die Community gezeigt, so viel Einsatz für Bitpanda gezeigt, für Best, für Pantos. Hat sich Bitpanda bei dir gemeldet oder hast du dafür von Bitpanda was bekommen? Ich würde das ein bisschen weiter ausholen. Es hat ja alles begonnen vor über einem Jahr. Also das mein Chef ist mit dem Christian Trummer zusammen in die Schule gegangen. Und so ist auch die Connection zu Bitpanda entstanden und auch, dass möglicherweise wir diesen BDI bauen. BDI war immer so dieses die Ausgangslage, dass wir diesen Blockchain Dominance Index bauen. Und irgendwann ist das dann im Gespräch halt mit Bitpanda oder mit Pantos, mit dem Pantos-Team immer weiter gegangen, dass es dann schlussendlich ein Pantos Explorer mit BDI werden sollte. Leider Gottes, das ist leider wirklich schade, ist dann aus finanziellen Gründen, ist es dann nicht kommen, also ist dann abgesagt worden von Bitpanda und das hat mir dann eh recht weh dann eigentlich und deswegen ist auch der Entschluss gekommen, dass ich das jetzt aus meiner Hand aufgreife und baue. Bekommen dafür, also ich habe da keinen Vertrag mit Bitpanda, ich habe da kein irgendwas mit Bitpanda, das ist alles aus von mir raus, also die Server-Geschichten, das ist ja alles von mir finanziert, auch die Notes, die was ich da, ich muss ja quasi die ganzen Events auf den Notes hören, das ist auch aus meiner Tasche, aber allein dieser Mehrwert an Wissen und Know-how, das ich dadurch aufgebaut habe, also diese Entwicklungsarbeit, das sind ja doch paar hundert Stunden, würde ich jetzt einmal, um das im Rahmen zu halten, reingeflossen. Allein dieses Wissen, was da aufgebaut worden ist, ist ja eine enorme Bereicherung. Und egal was, passiert, also für mich steht das im Vordergrund, dass das Tool verwendet wird, dass es hilfreich ist, dass es den Leuten hilft. Das Gleiche ist bei CryptoCult, das Gleiche ist bei Sandbox. Das Wichtigste für mich ist, dass am Ende des Tages die Leute das nutzen und das ist auch das Tollste für einen Entwickler. Das tollste Gefühl für einen Entwickler ist nicht das Geld, was dahinter steht. Das ist okay, das ist finanziell, das ist eine. Aber es gibt nichts Schöneres, als jemand schreibt, wie cool ist dein Tool. Das ist das schönste Lob für einen Entwickler, wenn du was baust und jemand sagt, es ist echt ein cooles Tool und ich liebe es zu verwenden. Wenn man sowas hört, geht einem das Herz auf und man weiß, okay, man hat die Zeit in was investiert und hat jemand anderen was geschenkt. Das ist immer ein Geben und ein Nehmen, sage ich jetzt einmal. Und ich bekomme so viel Resonanz zurück, so Dankesagen und auch wirklich so, hey, cool ist das worden oder ist das nur ein Like auf Twitter? Es ist ja egal. Es ist einfach so diese Dankbarkeit, die man dann zurückbekommt. Das ist schon sehr schön, muss ich sagen. Ja. Und das wiegt definitiv jede Bezahlung auf. Also es geht da nicht um dieses Finanzielle. Und ich sehe auch, also es ist auch, ich finde auch Marcel, also der Max in Pantos, der ist so nett und ist so lustig, mit ihm zu schreiben. Und er ist auch sehr dankbar, dass ich da jetzt den Pantos Explorer gebaut habe, weil die Mittel quasi von Bitpanda nicht zur Verfügung gestellt worden sind. Er wollte natürlich auch den Panscan immer haben oder den Pantos Explorer immer haben und auch das ganze Team von Pantos wollte das haben, aber die schlussendliche Entscheidung hat er da anders getroffen und nicht das Team von Pantos. Deswegen, also
das ist natürlich der nahe Stich ins Herz, wenn du sagst, okay, ich brauche jetzt einen Explorer und ich kann nicht, weil zu teuer oder keine Ahnung. Und da ist es echt schön zu sehen, wie dankbar er ist und demnach bin ich halt auch dankbar, dass er so viel Feedback und Input kriegt. Und das ist ein Game-Unternehmen, wie schon gesagt. Also jeder Input, jede Resonanz aus der Community ist wertvoll und freut man sich halt. Aber jetzt sind wir da, wo wir sind. Wir haben ein echt cooles Tool gebaut, hätte ich gesagt. Also ich bin echt stolz darauf. Also das ist jetzt nichts, was... Also es ist wirklich viel Liebesmühe da reingeflossen. Und fließt auch noch rein, also jetzt kommen dann bald wieder weitere Verbesserungen, Anpassungen, regelmäßig halt. Und ich hoffe, dass noch einiges kommt, weil dann wissen wir, dass Pantos auch was macht. Ja, ich glaube schon. Also ich drücke da die Daumen. Ich finde es halt auch ein bisschen extrem, dass sie da jetzt so auf ein bisschen sparsam sind. Sie wollen halt das Projekt durchbringen. Oder haben sie da irgendwelche Gründe genannt? Oder haben sie einfach wirklich gesagt, es ist uns zu kostspielig? Es war rein eine finanzielle Entscheidung. Also das so viel kann ich sagen. Es war eine finanzielle Entscheidung, die dann getroffen worden ist, dass sie... Und auch, dass sie den, das hat der Max damals, glaube ich, eher auch announced, dass sie den Pantos Explorer selbst bauen. So war dann die schlussendliche Entscheidung, dass sie das in-house machen, weil sie auf eine dauernde, laufende Wartungsfinanzierung nicht finanzieren wollen. Ja, verstehe ich auf der einen Seite, wenn da ein Firmenkonstrukt im Hintergrund ist, das ist immer kostspieliger als, das macht eine One-Man-Show oder jemand aus der Community. Verstehe ich. Am Ende des Tages, für mich war einfach, also ich habe das natürlich ja vorher mit meiner Firma oder mit meinen Chefs auch abgesprochen, dass das auch eh okay ist für sie, dass ich das baue, weil wir sie quasi vorher hätten über die Firma bauen sollen. Aber natürlich war die Bestärkung sehr stark da und bin auch froh darüber, dass sie mich da so bestärkt haben drinnen. Und es ist ja eine Bereicherung jetzt für die Firma am Ende des Tages. Ich habe so viel Know-how jetzt aufgebaut, zusätzlich noch, dass wir dann in der Firma natürlich wieder brauchen können. Also eigentlich ist es ein Win-Win. Also das habe ich schon mal geschrieben. Man lernt was draus. Man trägt was zur Community bei. Man trägt was zur Sichtbarkeit bei. Also jedes Tool, was auf Pantos baut, trägt natürlich zur Sichtbarkeit von Pantos bei. Und das fördert wiederum den Preis von Pantos, die Bekanntheit. Also und die Preissteigerung kommt dann von selber, weil das Projekt bekannter wird. Also jedes Projekt ist ein Wegweiser zu Pantos. Und das ist das Tolle dabei. Und egal, was für Produkt, Projekt das ist, je mehr Wegweiser wir haben, umso besser ist es, ein bekannteres Tool zu werden oder ein bekannteres Projekt zu werden. Und ich glaube, wenn jeder da mitarbeitet und mitgreift, also sei es jetzt eine Dokumentationsseite, was ich jetzt ein paar coole gesehen habe, also der Golgan hat zum Beispiel da aus der Community hat echt eine coole Dokumentationsseite, wo er alle möglichen Links zusammengesammelt hat, für jeglichen Pantos-Tools und auch Informationen. Und das ist auch sowas, was in der Community quasi wächst und gedeiht und jeder kann da aktiv auch dazu beitragen. Und genau solche Sachen finde ich total wichtig, weil genau das wird dann im Internet gefunden und so kommen auch die Leute dann zum Projekt. Und je aktiver die Community, desto mehr können wir dafür sorgen, dass das Projekt sichtbarer wird. Ja, aber ich finde, da machen die Pantos, also die Pantos-Community, die Bitpanda-Community, die unterstützt sich ja da eh die ganze Zeit. Und man sieht ja auch, dass jetzt während der Sealy-Aktion waren ja auch wirklich schon einige richtig, richtig aktiv. Also hast du ja selbst miterlebt. Da wurden ja wöchentlich alle Tasks jeden Tag akribisch abgearbeitet. Wahnsinn. Ja. Wahnsinn. Und dafür, dass wir noch nicht live sind, finde ich, haben wir schon einen harten Community-Kern, glaube ich. Der harte Community kennen. Also ich wollte nicht tauschen mit den Leuten, die Ceiling Competitions gemacht haben. Hut ab noch einmal an der Stelle. Also das sind Tasks gewesen, also das Writing-Stuff und jeden Tag einen Tweet absetzen, dann einen Tweet zu machen, wo eine Kommunikation startet. Also es waren so viele Tasks, die sehr viel Aufwand und sehr, sehr, sehr mühselig für mich jetzt persönlich wären. Dass ich wirklich vor jedem meinen Hut ziehe, der das in die Top 10 geschafft hat. Also ja, ich wirklich, auch. Also ich gratuliere auch allen Gewinnern. Also ihr habt euch die Pantos wirklich verdient. Ich habe ja selbst bei den Ziele-Aktionen auch ein bisschen mitgemacht, ja. Aber alle habe ich nicht geschafft, ja. Ich habe einfach zeittechnisch auch nicht, ja. Und ja, genau. Ja, ja, dann merkt man mal wieder, eine kleine Community, Pantos-Community, aber eine sehr effektive, sehr effiziente Community, sehr gute Leute dabei und Leute, die sich auch einsetzen dafür.
Und ich sage jetzt mal im Namen der Community auch schon mal Danke an Lukas, an seinen Einsatz, den er bringt, gebracht hat und immer noch bringt. Also solche Leute braucht die Community. Ja, wir bräuchten und, 10 Lukasse bräuchten. Ja. Dann wird wirklich was vorangehen, noch schneller. Ja? Also nein, das weiß ich nicht. Ich glaube, das ist aber schlecht. Ich bin froh, dass wir jeden Einzelnen haben, ja, und jeder macht doch seine Sache gut, ja, und genau. Auch wenn man nur supportet, zuschaut und mal einen Kommentar schreibt, ist das ja auch schon mal ein Support, der einfach mega ist, hat man auch nicht in jeder Community, ja, also da muss man echt sagen, da ist die Community echt top. Genau, ja, das ist das, was ich vorher gesagt habe. Also, Entschuldige, sag noch und dann... Ja. Also ja, also das ist, was ich vorher gesagt habe, dass jeder Beitrag der Community, sei es nur ein Like auf Twitter, ist ja eine Bestärkung für den Entwickler. Also allein da wird dazu beigetragen, dass das Gefallen findet, was man gemacht hat und bestärkt einen auch noch dazu. Also das, allein das ist ein Beitrag in Wahrheit. Ja, also wir schätzen das auf jeden Fall und mit diesen Worten verabschieden wir uns auch. Es war ein langes Video. An alle nochmal danke, die es bis jetzt durchgehalten haben. Wir wünschen euch noch ein schönes Wochenende und wir sehen uns im nächsten Video. Bis zum nächsten Mal. Danke. Ciao.